Freunde, heute kommt mal ganz was anderes. Wir sind ja mit der wunderbaren Diana Schell befreundet, waren schon zweimal bei ihr in der Show Blondhörig, gibt zum Beispiel auf YouTube, und sie ist ja auch Moderatorin bei HSE und noch anderen Sendern und Content-Kreatorin. Und zu unserer großen Überraschung war sie plötzlich im Promi-Big-Brother-Haus. Durfte es natürlich niemandem erzählen. Sie hat nur gesagt, boah, da ist irgendwas Krasses. Und ich habe sie heute mal interviewt auf Instagram, wie denn die Zeit war. Vielleicht interessiert euch das auch. Mal ein bisschen anderer Content hier, so ein bisschen außer der Reihe. Und ja, viel Spaß damit. Christian, ich freue mich. Es klappt endlich. Live und in Farbe. Wahnsinn. Genial. Cool. Geht's dir gut? Ja, super. Ja, ja? Schön, dass es geklappt hat. Ey. Genau. Ja, bin gerade mit meinem Stream durch und hoffe, dass jetzt ein paar noch mit hier rüberkommen. Ja. Und hast du schon ein bisschen erzählt, was wir Schönes vorhaben? Ja, genau. Habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Also für die, die es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mitgekriegt haben sollten, Diana war bei Promi Big Brother in der Staffel. Wir kennen uns ja schon lange und Diana hat immer gesagt, da kommt ein dickes Ding, aber sie konnte uns nicht sagen, was es ist. Und dann hieß es auf einmal, sie ist im Big Brother Haus. Ne? Ja. Das war natürlich echt also, krasser. Ich wusste ja, du bist Trash-TV-Fan, Reality-TV-Fan. Ja, und deswegen dachte ich, also du kommst mit Sicherheit nicht dran vorbei. Ja. Oh, ja, jetzt kommen ja auch schon die ersten rüber aus meinem Kanal. Super. Woher kennt ihr euch? Ja, also wir kennen uns. Also ich, darf ich mal was sagen? Ja, also, klar, hau rein. Schon ganze Zeit. Ganz easy. Ich bin also wirklich Fan fast der ersten Stunde von dir auf YouTube, weil ich von deinen Videos ganz viel gelernt habe. Dann habe ich ja meine eigene YouTube-Show Blondhörig. Da geht es immer um spannende Menschen. Und dann habe ich dich dort mal eingeladen, dann sogar auch das zweite Mal, auch mit einem Buch, um das meiner Community mit weiterzugeben. Aber ich kenne dich natürlich schon viel, viel früher. Ne? Also genau wie deine Fans, die dir ja folgen und das so spannend finden, was du so machst. Also von daher, die Bindung ist gefühlt schon sehr, sehr lange da. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich war schon zweimal bei dir und dann haben wir auch angefangen, mal irgendwie essen zu gehen und mal zu quatschen und wir mögen uns sehr auf jeden Fall, das kann man, Mensch, aber erzähl doch mal, wie ist das, wie muss man sich das denn so vorstellen, seid ihr wirklich 24/7 da in diesem Mini-Raum irgendwie, also ich konnte das gar nicht glauben, ey, das ist ja Wahnsinn. Also, Christian, ohne Mist, ich habe es total unterschätzt, weil ich kenne das genauso wie jeder andere, ja, vom Zuschauen, man denkt sich auch, ja, was ist denn da, die sind da in einem Raum, das sieht vielleicht auch mal ganz hübsch aus und so, kann ja nicht so schlimm sein, dann bricht der ein oder andere in Tränen aus und man denkt sich, können die sich nicht im Griff haben, wie das jetzt passiert, weiß ich, da ich selber drin gesteckt habe, weil das wirklich etwas mit einem macht, Christian, und da war ich wirklich auch, wie soll ich sagen, zum einen ein bisschen stolz auf mich, weil ich es wirklich geschafft habe, komplett bei mir zu sein, komplett. Ja. Vielleicht bin ich aber auch deswegen nicht mehr drin, weil ich nicht ausgeflippt bin. Ja gut, du kennst ja meine These, man muss ständig anecken und Drama liefern, dann bleibt man wahrscheinlich eher drin. Ne? Ja, also ich habe nicht zu viel dort wahrscheinlich in diese Richtung gezeigt, aber fangen wir mal von vorne an. Du bist wirklich erstmal in Quarantäne, schon mal ein paar Tage, fast eine Woche. Und diese Quarantäne ist wirklich wie Stubenarrest früher, ja, wenn man so im Zimmer ist, zu Hause bei den Eltern und du kriegst Essen reingereicht, darfst nicht rausgucken, nichts. Das haben schon viele kaum hingekriegt, ohne, das hat sich dann nachher so ergeben in den Gesprächen, ohne also wirklich Tränen und alles. Also manche kommen schon zerstört in dieses Ding rein. Ja? Krass, also, echt? Boah, ja, ich glaube aber, dass das eine Corona-Geschichte ist. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so ist. Ja. Aber stell dir es wirklich vor, du bist in einem Hotelzimmer,
kriegst nur Essen reingereicht, eigentlich wie im Knast, ja. Darfst wirklich nicht raus. Und ich meine, ich habe mir Arbeit mitgenommen. Ich schreibe ja auch gerade an meinem Buch und so. Super, konnte ein bisschen lesen, alles schön, ja. Aber kein Internet, kein Handy, kein Fernseher, nichts. Ein Fenster, was man eben nicht öffnen kann, richtig. Also schon normal, aber du kannst ja. Also da ging es eigentlich für viele schon krass los. Boah, und genau so ging es weiter. Und da würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren. Also, du kommst dann rein irgendwann, oder warte mal, gehen wir mal den Gang noch durch. Also, du wirst dann an dem Tag, wo es losgeht, wirst du rausgeführt. Ich glaube, die haben auch das komplette Hotel, zumindest die Etagen, wo wir dann waren, ja, so abgeschottet, dass niemand den anderen sehen konnte, weil wir dürfen ja alle nicht wissen, wer ist drin. Es muss ja wirklich diese Überraschung sein. Ne? Dann bist du mit Augenbinde und Kopfhörern in eine Limousine reingeführt worden und die ganze Zeit über hast du auch diese Musik, diese Augenbinde, dass du gar nicht weißt, wo in Köln, ich meine, darüber darf man schon sprechen, aber wo in Köln, egal, du weißt es jedenfalls nicht. Und dann wirst du in den Raum geführt, ganz normaler, und da darfst du dann erstmal warten noch eine Weile, weißt aber auch nicht, wie lang. Und irgendwann sagen sie, okay, es geht los. Dann kriegst du schon wieder eine Augenbinde, schon wieder Kopfhörer und wirst eben in diese Studiosituation geführt. Mhm. Und auf einmal, und ich glaube, ab da, das habe ich mir dann auch angeguckt, sieht man das, ne? Nimmt dir einer die Hörer ab, die Kopfhörer, die Augenbinde, und dann stehst du da, siehst, okay, du bist auf dem roten Teppich, what the fuck, es geht los. Ab da wird es einem dann so richtig bewusst, ja? Und dann spricht ja wirklich nur diese Stimme zu dir, die wirklich gut ist, also die ist ganz tief, die ist so richtig da, so wo du denkst, oh Gott, Gott spricht mit dir so in etwa, ja, also, ja. Also für sensible Gemüter ist echt nichts, ne? So, und dann heißt es nur, ja, du bist jetzt drin und geh nach vorne rechts, war es, glaube ich, bei mir, und dann bin ich halt nach vorne rechts gegangen, da war noch eine andere Tür, und auf einmal stand ich dann beispielsweise in der Garage. Wir hatten ja in dieser Staffel jetzt drei Orte, das ist ja die Jubiläumsstaffel, da haben sie sich natürlich was Spezielles ausgedacht. Normal gibt es nur zwei Orte, hier gab es drei. Dann stand ich in der Garage, Michaela Schäfer war schon drin und die Tanja Tyszewicz. Ehrlich gesagt, meine größte Angst war, ich kenne niemanden dort, weil ich gucke mich so oft, verstehst du, immer mal, aber ich kenne die ganzen jetzt nicht wirklich so richtig. Ein paar schon, aber es gibt ja da richtige Cracks, ne? Die kennen dort wirklich jeden. Und ich kannte immerhin Michaela Schäfer, hatte ich auch schon mal in meiner Sendung, und dann wurde mir bewusst, okay, das ist es, ja. Und dann stand ich da, ich hatte ja so einen mega Dress mir noch extra ausgeliehen von einem großen Designer, weil ich natürlich immer ein bisschen Show und so machen will, immer ein bisschen extra schick. Stehe da in meinem spitzen Overall mit den Flügelchen und so und denke mir, okay, jetzt bist du hier in so einer fucking Garage, ne? Und eigentlich geht's ab jetzt schon los. Und dann lernst du diese Leute kennen und ich habe einen dort wirklich sehr, sehr gemocht von Anfang an. Das ist der Rainer. Ich weiß nicht, ob du mit dabei bist oder ob ihr, die jetzt hier zuschauen, da immer mal mit reinschaut. Ja, wir haben alles geguckt, ja. Ja. Also ich habe ja inzwischen auch dank dir, das muss ich ja wirklich sagen, so ein leichtes Gespür für Leute, wo ich denke, Vorsicht und ein Gespür für andererseits Leute, wo ich denke, ja, das ist ja, echt. Das kann ich mir vorstellen. Also, das war nicht immer so, das durfte ich echt über viele Zeit lernen. Und es gibt da ein paar echte und ein paar, die machen halt eine Show, wie es aber natürlich auch sein muss und dazugehört. Ne? Und Fakt ist, dir wird dann in diesem Moment so bewusst, ich gucke da raus und du gehst erstmal so alles ab und denkst, okay, das ist es jetzt, ja. Keine Fenster, keine Uhr, nichts. Und ohne Mist, Christian, das ist eines der schlimmsten Sachen für mich gewesen. So als durchgetakteter Mensch normalerweise, ne, wo bei mir wirklich keine Uhr, übel. Ja, und dann aber nicht rauszugucken, nicht in die, also einfach wirklich kein Tageslicht zu sehen. Ne? Und wirklich nur über diese Stimme, die sich dann immer mal einschaltet und irgendwas sagt,
und dich dann auch mal in eine Challenge holt. Aber diese Challenges finden ja erst irgendwann abends in der Live-Show statt. Ja. Also 22 Uhr, 30, 23 Uhr. Also hast du einen ganzen Tag, musst du dich beschäftigen mit den Menschen, die da sind. Wahnsinn. Und ja, das ist spannend, was das so mit einem tut. Ja? Und wir hatten als krasse Bedingung, und ich glaube, das gab es auch so zum ersten Mal bei Promi BB, es war kalt. Richtig kalt. Also ja, das hat man mal gesehen, so im Fernsehen. Ja, das ohne Mist. Und wir hatten ja dann oben eigentlich so eine Heizung und da stand eine Temperatur, aber es ist niemals auf diese Temperatur gekommen. Es war immer kälter und wir hatten manchmal in der Nacht tatsächlich, stand da 12 Grad und dann kann ich mir vorstellen, war es noch kälter. Auf dem Boden geschlafen mit Matratzen. Also ich sage jetzt all das, was man auch sieht. Ja, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir ja immer noch in der laufenden Staffel sind. Aber das sieht man ja. Ich glaube, die Temperatur haben sie langsam so ein bisschen hoch gemacht, aber wirklich langsam. Ja, dass wir also in den ersten Tagen eigentlich immer gefroren haben. Und jetzt kommt das Ding, du hast nur kaltes Wasser aus dem Wasserhahn oder in der Garage beispielsweise in dieser komischen Aluwanne mit dem Schlauch. Keine Dusche und nichts, also wirklich nichts. Nichts. Das ist... Albtraum. Aber der Clou ist, ich meine, guck mal, jetzt bin ich hier wieder geschminkt, hab schick was an, bin so voll in meinem Element und so. Ich meine, ich bin auch im normalen Leben mal ungeschminkt, ja, aber trotzdem guckst du ja dann mal in den Spiegel und weißt, wie du aussiehst. Ne? Da gab es irgendwie nichts. Ne? Und das vergisst man dann auch irgendwann. Mir war das ziemlich egal, ja. Aber man konnte sich als Frau nicht die Haare bürsten. Nichts, ja. Wir hatten nur Kernseife und eiskaltes Wasser in der Garage und im Dachboden. Den gab es ja dann auch noch. Das waren so die beiden armen Bereiche, die also wirklich krass sind. Und da zu spüren, was diese Bedingungen mit einem machen, sind... Also das ist wirklich heftig. In Verbindung mit dieser eigentlichen Unterernährung, weil in der Garage hast du halt einmal was reingereicht bekommen. Es waren so 3, 4 Kartoffeln. Dann war, glaube ich, so ein bisschen Haferflocken dabei. Für, ich weiß nicht, 5 Leute oder so waren es am Anfang. Dann, weiß ich nicht, Paprika oder so. Also Rohkost, super gesund, ja. Aber du weißt halt auch nicht, wie lange das hält. Und dann fängst du natürlich an zu überlegen, okay, sollte das jetzt hier das Essen für 3 Tage sein? Und für diese Leute, dann müssen wir echt gucken, ja, wie wir das machen. Haben das auch von Anfang an rationalisiert, sodass jeder immer nur ein bisschen was kriegt. Dadurch, dass diese Kälte so da war, haben wir eigentlich permanent heißes Wasser getrunken, um irgendwie von innen eine Wärme wenigstens zu spüren. Ne? Finde ich so krass mit der Kälte. Wirklich, das, Kälte, ja, und dieses fehlende Tag- und Nacht-Ding, das ist wirklich heftig gewesen. Heftig, heftig, heftig. Ja. Und eben nicht im Wissen, was kommt. Und einfach dessen, dass du dich da die ganze Zeit irgendwie mit den Menschen unterhältst, du merkst dann schon mit der Zeit, auch ich, die ich ja immer so denke, alle meins lieb, merkst du schon manchmal, naja, klar wird hier immer schön eine Show abgezogen, aber gehört ja auch dazu, ne? War ja auch so, dass irgendwie jeder versucht, da mit seiner Lebensgeschichte und so zu kommen. Für mich war es jetzt spannend zu sehen, was die von mir gezeigt haben. Es war relativ wenig, aber auch das kennt man, glaube ich, von anderen Staffeln. Man weiß ja nie, was eine Redaktion daraus macht. Ne? Für mich war das Wichtigste, ich gehe da rein und ich bleibe bei mir. Ich habe mich immer versucht, ja, das hast du geschafft. Also fand ich super sympathisch da, wirklich. Danke. Also danke, ja. Weil wenn man so gar nicht gespiegelt wird, ja, Christian, das ist auch heftig, ja, so null. Und es gab nur diesen einen Raum ohne Kameras und das ist natürlich die Toilette gewesen, alles andere ist komplett mit Kameras. Und man kriegt kein Briefing am Anfang, was da so auf einen zukommt, so gar nichts? Bist du einfach reingesteckt irgendwie oder? Naja, du kennst das vom Sehen und alles andere. Da darf man sich überraschen lassen. Ne? Keiner weiß, wer drin ist. Keiner kennt die ganzen Sachen. Das wird ja wie ein Staatsgeheimnis wirklich geheim gehalten. Ne? Weil daraus ergeben sich ja dann die ganzen Sachen, dass man das eben nicht weiß und dass man dann überrascht ist. Ich muss sagen, viele
oder einige von denen kannten sich, also die da schon so im Reality-TV da waren, da trifft der eine dann mal den anderen. Das ist natürlich dann irgendwie immer ein bisschen schön. Wenn du da so als Newcomer wie ich da reinkommst, ist, muss man halt erst mal gucken. Und ich habe immer versucht, irgendwie, also wirklich bei mir zu sein und dann auch, wenn ich gemerkt habe, jetzt ist irgendjemand komisch oder es fühlt sich komisch an, dass ich immer so innerlich so einen Schritt zurückgetreten bin und es versucht habe, von außen zu sehen und zu sagen, das ist nur eine Show, hab viel Spaß, sei dankbar, die meinen das alle nicht persönlich. Ja. Das war so mein Überleben dort. Ja. Und ich kann natürlich froh sein, dass ich eigentlich mit meinem, also das erste Spiel, was dann da war, diese erste Challenge, hat dann für die Zuschauer, die konnten das live miterleben, einen dritten reichen Bereich gezeigt, den wir überhaupt nicht kannten. Ja? Also für uns, wir waren alle nicht wissend. Mhm. Wir wussten nicht, wie ist der andere Bereich. Ja. Wir wurden irgendwo mit reingeschaltet, nix. Und wir wussten auch nicht, gibt es noch einen reichen Bereich oder nicht. Und das ist ja der Rainer, der so echt ist, ja, dieser ehemalige Boxer und auch Boxpromoter, der eigentlich echt ein ganz cooler ist, der hat ja leider dieses erste Rennen verloren, dieses Schneckenrennen, ja, was irgendwie echt witzig auch anzuschauen war. Das war krass, ja. Das war echt krass. Ey, das war scheiße schwer, das kann ich so sagen, wie es ist. Ja, du bist so glitschig, ja, irgendwie Hände auf dem Rücken und musst du da irgendwie mit Bewegung nach vorne kommen, dann noch irgendwie so ein Salat irgendwie schnappen mit dem Mund und diesen Salat irgendwo ablegen. Oh, ja. Also, ich habe es bis zur Hälfte geschafft und war Gott sei Dank nicht die Letzte, weil der Letzte durfte die Sendung an Tag 1 schon verlassen. Und das war natürlich, gab es auch noch nie. Ne? Normalerweise gab es immer so eine Woche, 7 Tage sind alle safe, sodass der Zuschauer auch die Möglichkeit hat, die Charaktere über die Zeit kennenzulernen. Weil auch mit dem Zuschauer ergibt sich ja erst eine Bindung. Ne? Weil letztlich wird gewotet oder gewinnt der Zuschauerliebling ist. Genau. Und wenn man da gar keine Chance hat, dann ist das schon krass. Und dann dachte ich, Mist, dieser coole Typ, ja, der Rainer, der ist jetzt schon draußen nach dem ersten Tag, das kann doch nicht sein. Und wir haben aber alle nur vermutet, ne? Und mir ging es ja dann mit der nächsten Challenge so, dass ich die leider verloren habe. War so eine Schätzgeschichte gegen Michaela Schäfer. Ich sollte sagen, wie viele im letzten Jahr verheiratet waren, wie viele Ehen geschlossen wurden. Ja, ja. Da habe ich natürlich als großer Rationalist und so gedacht, naja, so viele werden es ja wohl nicht sein. Ich habe 3.000 wohl gesagt, ja. Michaela hatte 10.000 und es sind über 300.000. Also das war für mich auch eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass 300.000 Ehen im vergangenen Jahr geschlossen wurden. Gut, jedenfalls habe ich das Ding verloren und da dachte ich schon, okay. Das waren dann, glaube ich, 5 Tage war ich dann drin gewesen. Wir waren ja noch 2 Tage eher auch schon, das kannte der Zuschauer auch nicht. Ja. Da dachte ich mir, okay, es ist, wie es ist. Aber dadurch bin ich in den reichen Bereich gekommen und habe da einmal dann wirklich diesen Luxus genießen dürfen. Und das war toll. Ja. Ich glaube, auch da hat der Zuschauer dann ein bisschen mehr zu mir eine Bindung aufbauen können. Da war ich dann ab und zu dann doch mal zu sehen. Fakt ist, auch dann ging es für mich ja nach einer Challenge wieder rüber in den Dachboden. Und ab da ging es weiter mit kein Tageslicht und was macht das mit den Leuten? Und eine Frage kam mir schon, hast du dieser Jeremy Fragrance, der hat ja sehr stark irgendwie besondere Person, wie hast du den so erlebt, so aus der Nähe? So, das ist das Problem, Christian. Ich lerne ihn jetzt am Mittwoch erst kennen. Ich habe den ja nicht kennengelernt. Ach so, ich weiß gar nicht mehr genau. Ach so, gar nicht. Der ist ja freiwillig gegangen. Ja? So, der ist noch vor mir. Okay, so genau. Ja. Der war auf dem Dachboden. Und der ist freiwillig raus, aber aus einer Hybris, da würde mich jetzt aber eigentlich deine Meinung interessieren. Weil wenn du den gesehen hast, ja, also dass da psychologisch das ein oder andere, sage ich mal, speziell ist, liegt auf der Hand. Also er hat ja sehr, also ist natürlich, man sieht ja wieder, je extremer jemand ist, umso mehr, weiß nicht, zieht der Zuschauer, aber... Ja. Ich sag mal so, wie der seinen Körper behandelt hat, das fand ich schon bemerkenswert, ne? Auch, also bemerkenswert hart und, und der hatte ja, weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, so einen skurrilen Auftritt da nochmal, als sie den nochmal interviewt haben, die beiden Moderatoren, da dachte ich echt, Gott, was ist mit dem los eigentlich? Also, das fand ich so, ja. So, ich weiß gar nicht, so aus der Norm raus, sagen wir mal so.
irgendwie, ne? Der schwankt also, so, ne? Also auf der einen Seite fängt er fast an zu heulen, dann lacht er wie so ein, also so sehr strange. Ja, und mal ganz ehrlich, wer macht denn, wenn du mit dem redest, wer macht denn da Liegestütze und Kniebeugen und ist schon sehr skurril, ne? Muss ich mal sagen. Das war sehr also, eigenartig, wirklich. Der hat die Show wirklich komplett für sich genutzt. Ich kannte den vorher nicht, muss ich wirklich sagen, weil das ist so ein YouTuber und TikToker. Ja. Wahnsinnig beliebt. Also für alle jetzt hier im Chat, die den auch nicht kennen, ja. Jeremy heißt er. Jeremy und Fragrance hat Millionen TikTok-Follower, glaube ich. Ne? Ist auch im Ausland sehr bekannt, glaube ich. Beste Parfums. Er macht alles auf Englisch. Deswegen hat er so eine riesen Community und die Leute lieben ihn, ja? Eben weil der so strange ist. Und für mich war überraschend, da ich das ja dann wirklich nochmal gesehen habe anschließend, dass der eigentlich, auch wenn der so angefeindet wurde, bei sich geblieben ist und nicht ausgeflippt ist. Das fand ich auch. Also das fand ich das Positive. Er ist total bei sich geblieben. Der hat sich auch nicht anträgern lassen. Ich weiß nicht, mit der Valentina war es dann auch nicht zusammen. Ja. Ne? Oder, genau. Doch. Doch, die hatte ich. Ja, die hat ihn ja total getriggert. Ich weiß nicht, wie hast du die denn erlebt? Das ist ja so ein Trash-Girl. Also zu der muss man ganz klar sagen, also ich mag die. Ja. Ja. Und die ist... Das ist ihr Beruf, ja. Das muss man sich auch mal vorstellen können. Ja, die ist an jeder Sendung, die es da gibt. Absolut. Mit 17 Jahren hat die angefangen, hat sie mir erzählt. Die ist jetzt 22, hat auf ihrem einen Oberarm jede einzelne Show rauf tätowiert. Und da kam jetzt natürlich Promi Big Brother auch noch live mit dazu, ja. Aber die macht das, wenn man der mal folgt, ja. Also Valentina Doronina heißt sie. Ich mag die irgendwie, also weil ich auch den Hut vor Leuten ziehe, die so ihr so durchziehen, weißt du? Immer natürlich respektvoll. Also das ist für mich so eine Grundausstattung, die einfach so zum menschlichen Dasein dazugehört. Wenn das nicht da ist, dann ist auch mir das egal. Mhm. Aber ich meine, auch sie ist da natürlich angetreten, sich zu zeigen. Und ich glaube, sie ist auch bewusst in diese Konfrontation reingegangen. Schätze ich, ja. Jetzt haben wir die Cherry Berlin gerade. Och, das freut mich. Hier sind einige mit dabei, die von mir rübergekommen sind. Mein Lieber, ich grüße mal ganz kurz hier. Das ist schön, echt. Und hast du gesehen, dass die den Heiratsantrag bekommen hat von ihrem... Ja gut, ich gebe den irgendwie maximal 5 Monate. Ich weiß nicht, also das ist für mich echt... Kann ich nicht ernst nehmen, aber egal. Ist egal. Also, ja, das leider same, muss ich sagen. Ich habe auch da nicht so ein gutes Gefühl. Ich kenne deine 100-Tage-Grenze und die sind ja, seit 3 Monaten die haben noch nicht zusammen. Mal 100 Tage. Vor allem, ich hatte das so, weiß ich mir das richtig verstanden habe, dass die irgendwie bei Temptation rein wollten. Jetzt mal, da musste ja auch wieder ein Paar sein, damit überhaupt, also die passt ja wirklich alles an. Und danach kann sie dann so prominent getrennt und keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich freue mich auf die, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf alle, die ich jetzt am Mittwoch nochmal sehen werde. Da ist ja die große Finalshow. Ja. Und auch den Jeremy, also da bin ich gespannt, wenn der da ist, wie sich das so anfühlt, wie der so ist. Ja. Aber die Kleine, die Valentina, ich mag die trotzdem. Ja. Obwohl ich also bei diesem Hochzeit- oder Heiratsantrag habe ich auch so ein bisschen geschluckt, aber ich habe mir gedacht, okay, sie liebt ihn wirklich, das habe ich mitgekriegt, also sehr. Und trotzdem fühlt sich das irgendwie immer ein bisschen gespielt an, aber vielleicht liegt es auch an der Situation, ja, dass die dann immer wissen, junge Menschen, ne? Es wird gleichzeitig gesendet. Ne? Das ist schon echt. Wie war das denn für dich so jetzt danach? Ist ja deine... Ja, du warst ja sowieso schon sehr bekannt, du warst ja auch im Playboy und solche Geschichten, das war ja auch ein mega Ding. Hast du denn jetzt nochmal ganz viele Leute, die auf dich zukommen oder ganz viele, die dir schreiben so oder so? Muss ich wirklich sagen. Also für alle, die mich jetzt hier auf deinem Kanal nicht kennen, ich bin 52 Jahre und trete auch so ein bisschen für die Frauen ein, um zu sagen, wir können, wenn wir es wirklich wollen, alles schaffen in diesem Leben, wenn wir in die Selbstverantwortung gehen. Genau. Und das habe ich über also wirklich auch krasse Erfahrungen in meinem Leben selber immer wieder lernen dürfen. Bin jetzt seit einiger Zeit wirklich sehr gesettelt in mir und kann das eben auch alles so weitergeben, da ich auch glaube, besonders viel Energie zu haben. Und ich sehe das als meine Aufgabe hier einfach, da so ein bisschen Inspiration zu sein und die Liebe und die Freude gerade eben für Frauen weiterzugeben. Ja? Und scheiße, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Das ist auch wieder
Ich egal, ob jetzt viele Leute auf dich zugekommen sind. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Jetzt habe ich es. Und ich wollte sagen, bei dem Playboy, das war ja direkt vor einem Jahr. Also da habe ich mich mit 51 ausgezogen und ich hätte das nie gemacht, weil ich bin noch so eine Generation, ich möchte für Leistung wahrgenommen werden und nicht für schönes Aussehen und für eben eine äußere Hülle, sondern für mich zählen eben die Taten. Ja? Und aber mit 51, die haben schon 2 Jahre an mir rumgegraben, sage ich mal, dachte ich dann, eigentlich ist doch geil, das jetzt zu machen. Ja? Und dann war das für mich auch gut, aber ich habe wirklich lange dafür gebraucht, bin sehr stolz auf die Bilder, das war toll, eine mega Erfahrung. Das Echo aber so in der Öffentlichkeit ist kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mit Promi-BB hatte. Ach, das ist unfassbar. Unfassbar. Wahnsinn. Wirklich. Ja. Also ich habe hier tagelang, also wirklich erstmal, also was hier alles eingegangen ist, ja, ich musste das auch stückchenweise abarbeiten und wollte ja sowieso erstmal ein bisschen bei mir sein, weil das wirklich kräftezehrend war, ja. Aber das ist so krass, ja. Und das beweist wieder, dass man eigentlich in unserer heutigen Zeit, weil ja viele auch sagen, naja, diese Reality-TV-Stars und so, das ist doch nichts, ja. Wenn man heute bekannt sein möchte, und ich möchte es, um noch mehr weiterzugeben, weil dafür bin ich da. Genau. Schaffst du es nicht mit Leistung, du schaffst es bis zu einem bestimmten Punkt und dann bist du und bleibst du in deiner Bubble. Willst du aber mehr haben, musst du dich eben aus deiner Komfortzone, in diesem Fall eben Reality-TV, tatsächlich mal da rein begeben und dann da ein bisschen schwimmen lernen und da die Chance nutzen, das dann weiterzugeben. Und das ist wirklich spannend, ja. Das sind diese Zeiten, die sich so verändert haben. Ja, also ich hoffe immer bei mir zu sein, aber ich fühle mich auch so safe, dass es, glaube ich, keine großen Auswirkungen auf mich hat. Und ich habe schon Anfragen auch wieder für nächste Shows und ja, so. Super. Ja, super. Aber ich werde es immer so als Kirsche auf der Sahne machen, weißt du, Christian? Ja, weil das wäre super. Ich bleibe Moderatorin. Ich möchte selber produzieren. Ich mache HSE, wer es noch nicht kennt, ja, und verkaufe Sachen, bin Eventmoderatorin und alles und schreibe eben an meinem Buch. Also das ist das Wichtigste für mich. Aber das andere ist dann eben so eine schöne Überraschung, ja, und eben die Kirsche auf der Sahne, wo ich auch sage, ich gucke da mal rein, weil es ist und bleibt auch strange. Und ich lasse mich auch gerne unterhalten, so von dem, was denn da passiert. Ja, ja, krass. Ja, ich habe ja morgen mein erstes Casting, bin schon ganz aufgeregt, ey, für so eine Dating-Show. Ja, genau. Warte mal, halt, stopp. Nochmal. Bei einer Dating-Show mitmachen? Ja, als Experte. Als Experte. Ja. Ja, ich bin ja vergeben. Also, ja, eben. Aber geil. Ja, aber mal gucken. Also, aber es wäre jetzt natürlich was viel Kleineres, aber so ganz Neues. Aber ja, also ich hätte auch Lust dazu da mal. Ne? Das, klar, bringt ehrlich natürlich. Gesagt, ich hab darauf gewartet, weil du bist genau der Richtige. Ja. Erstes Mal hast du diese Art, ja, wie du das weitergibst, dann hilfst du ja nachweislich so vielen Leuten. Und also du findest da genau den richtigen Zungenschlag. Oh, und wann wird das sein? Kannst du das schon? Das wäre direkt im Januar, das wird dann ruckzuck gehen, da wird Pilot gedreht und oh, ja, genau. Wie cool! Wie cool! Ich ja gut, so aber gespannt. Wie gesagt, ich bin jetzt so in der letzten Runde, also habt ihr, glaube ich, noch einen Konkurrenten. Mal gucken, wie das so, ob sie mich dann nehmen. Aber genau, drück mir mal die Daumen. Ey, aber sowas von. Wenn die noch irgendjemanden brauchen, der für dich was sagt, ich bin da und ich glaube, cool, all deine Follower, ja. Ja, cool. Genau, und von Aline soll ich dich auch fragen, wie du denn dazu gekommen bist. So, wie bist du da rein? Ist da jemand auf dich zugekommen oder wie bist du da reingekommen? Ja, so ja, ist jemand auf mich tatsächlich zugekommen. Geil. Und wahrscheinlich deswegen, weil ich möchte ja eigentlich, jetzt kommt was Witziges, ich will mal Dancing Star sagen, die Tanzshow, aber Dancing Star ist ja die österreichische Geschichte. Weißt du, da habe ich immer gesagt, ich möchte in diese Tanzshow rein, weil ich endlich mal richtig schön gerne. Genau. Ja, ich weiß es.
Let's Dance, oder was? Let's oder? Dance, ja, Let's ja, die Dance. Die ist ja auch krass, ja, die ist ja richtig krass. Das würde ich gerne machen, weißt du? Nochmal richtig schön tanzen lernen. Ich mag es auch so körperlich herausgefordert zu werden. Ich mache nur gerne Sport und das möchte ich gerne machen. Und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen Manager, mit dem ich immer mal so in Kontakt bin, hängen geblieben. Und dann kam dieser Anruf, wie sieht's denn aus, würdest du auch Promi-BW machen? Und da dachte ich mir so, boah. Ja, wisst ihr, also ich meine, testen wir uns doch mal aus. Boah, ich liebe Herausforderungen. Ja. Boah, ist das geil, ey. Ich freue mich so für dich, ey. Wirklich. Das ist, das, also, du bist ja so ein, du bist ja schon so lange in der Szene und so ein Moderations-Urgestein und was du alles machst. Oh, irgendwie, also, das ist ja wirklich. Dankeschön. Also, ja, ich finde deine Show ja auch ganz toll. Müsst ihr echt mal gucken. Blondhörig, könnt ihr auf YouTube auch gucken. Ganz viele tolle Leute immer. Das ist eine richtig coole Show, so. Wird jetzt im nächsten Jahr erst wieder weitergehen. Wir haben jetzt eine kurze Pause logischerweise gemacht, ja. Aber du warst ja auch nochmal, warst du eigentlich der letzte Gast? Ich weiß es gar nicht. Aber deine ist auf alle Fälle einer der letzten Shows noch gewesen, auch total schön. Ah, okay. Ja, das ist ja auch ein tolles Team. Das ist wirklich Wahnsinn. Ey. Ja, sag mal, und dann muss man da echt schlafen auf Luftmatratzen mit den ganzen Leuten. Gut, dass du das nochmal fragst, ja. Ich werde das bin ja so introvertiert, ich würde das so fertig machen, ey, wirklich. Dann, wenn die Anfrage kommt, darfst du nicht mitmachen. Nee, weil okay. Es ist wirklich so. Auf Luftmatratzen, die übrigens unsäglich waren, ja, also die waren so in der Garage so ganz schlimme Luftmatratzen. Wenn du dich umgedreht hast, gab es ganz laute Geräusche, weißt du, und dann so als feinfühliger Mensch, dann drehst du dich kaum um, weil du denkst, die anderen schlafen alle. Dabei liegen alle wach, weißt du, und keiner will sich umdrehen. Die erste Nacht, ich habe nur gezittert, ich habe die erste Nacht nicht geschlafen, weil es war so eisekalt, ja. Und dann, wie gesagt, ich habe mich auch nicht getraut, mich umzudrehen, eben wegen dieser blöden Geräusche. Dann irgendwann ist dir auch das egal. Und wenn du weißt, die anderen schlafen auch nicht, dann, dann ist es, wie es ist. Das Ding ist, du darfst ja wirklich auch nur nachts schlafen. Und wir hatten ja gerade, als es dann so, wir haben ja auch mal ein paar Fastentage gehabt, ne, so als Bestrafung für irgendwelche Sachen. Da habe ich gemerkt, wie krass ich eigentlich so körperlich im Nehmen bin. Das hat mich sehr gestärkt innerlich, weil alle lagen da dahin vegetiert und haben nichts gegessen und ich bin da immer noch rumgesprungen, habe Sport gemacht. Das war schön für mich so als im Wissen, welche Kraft ich habe. Ne? Mhm. Aber und dann lagen die so da und dann sind die Augen immer so zugefallen und dann kommt immer gleich die Stimme. Ja, Tanja beispielsweise, es ist keine Zeit zum Schlafen. Ne? Und wenn du das ignorierst, gibt es irgendwie die nächste Strafe. Also du darfst tatsächlich nur schlafen, wenn Big Brother dich zu Bett schickt. Und das ist ja noch nicht mal mitternachts, ja, weil du musst dir vorstellen, Christian, die Challenges sind ja in der Live-Show eben live, genau. Das heißt also mitternachts. Dann kommt jeder nochmal ins Interview und wird befragt. Ich schätze, weil man überlegt dann so, wie spät könnte es sein, das ist immer eine der größten Überlegungen für mich gewesen, wie spät ist es wohl, dass du um vier oder um fünf ins Bett kommst, weil alle jetzt erstmal noch die Interviews machen. Ja? Und so lange kannst du nicht schlafen. Dann gibt's irgendwann, wird dann das Licht gedimmt, ja, und dann kannst du schlafen und dann gibt's ein ganz lautes Weckergeräusch. In der Garage war es der Lärm von der Baustelle, das war auch oberkrass. Also wirklich ätzend. Im Dachboden war es immerhin wenigstens so Waldgeräusche, aber so ein Unwetter irgendwie. Aber immerhin Naturgeräusche, das war ja schon mal irgendwie ein bisschen schöner. Und im Loft konntest du natürlich schlafen, wie du willst. Ne? Also da war natürlich, also du konntest wach werden, wann du willst und du konntest ins Bett gehen, wann du willst. Ne? Aber tagsüber durftest du auch da nicht schlafen. Aber trotzdem hattest du zumindest deine Nacht so gestalten können, wie du es gerne möchtest. Das ist dann schon ein bisschen angenehmer alles gewesen. Aber diese Bedingungen, Christian, es verändert Menschen. Ne? Und wenn man das jetzt auch so weiterverfolgt, jetzt auch in den letzten Shows jetzt gerade, ich gucke ja auch die ganze Zeit immer weiter und fieber so ein bisschen mit, weil ich ja da bis vor kurzem noch selber drin war und es fühlt sich da dann auch nochmal anders an. Also ich kann wirklich nachvollziehen, ja, dass du krauchst auf dem Zahnfleisch, wie man so schön sagt, weil die Nerven sind einfach, du bist so durch, ja, und wenn du dann nicht so ein richtig robuster Mensch bist, dann
gehen dir halt verschiedene Sachen viel schneller aufs Schwein, wie man so schön sagt, als normal. Ja, da steht man dann über den Dingen und manche schaffen es dann nicht mehr, so bei sich zu sein und verlieren dann auch mal die Fassung. Oder wie Menderes jetzt beispielsweise, ich finde, der ist jetzt ganz schön in sich gekehrt, zum Beispiel. Ne? Menderes Ich auch wundere so ein mich eigentlich, spannender dass Charakter. nicht mehr passiert. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man da viel mehr streitet, so, ne? Ich weiß nicht, aber ihr habt euch nicht so richtig gestritten oder so, ne? Oder ist das noch nicht gezeigt worden oder so? Also ich war jetzt 10 Tage insgesamt da drin, ja, und so richtig Stress hatten wir tatsächlich nicht. Das finde ich Den echt enorm, muss ich wirklich sagen. ja, Das finde ich echt ja. enorm. Ja. Aber deswegen war natürlich auch dieser Jeremy Fragrance so gut für die Show, weil der eben wirklich ganz aggressiv irgendwie gegen alle gegangen ist, Ja. ohne respektlos zu sein. Ja, Vielleicht kann das man hat, das so sagen, ja, doch, ne? das kam auch Also so rüber. Ja. das hat er echt ganz clever geschafft, ne? Der hat sich aber immer von der Gruppe weggedreht, beispielsweise, und hat einfach nur in die Kameras gesprochen. Ja, das habe ich Also, auch, das das fand ich ist so voll weird. Echt, strange. wirklich, wirklich. Redet nicht mit den Leuten, sondern nur zum Ja, das ist Publikum, wirklich ne? wie so ein, auf Twitter haben, glaube ich, viele geschrieben, es ist ein bisschen wie so ein, wie soll ich mal sagen, wie so eine Simulation irgendwie. Ja, Ne? So keine, ja. so Und wirklich. jetzt, Christian, ich weiß ja nicht, ob du es gesehen hast, eben diese kleine Valentina, die 22-Jährige, ja, die hatte ihn ja verglichen mit dem Massenmörder Dahmer, ne? Dass die Angst hatte, dass die gekillt wird. Die Ja, hatte das ist wirklich, blöd. also hatte mir so gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja, das muss ich nach wie vor sagen, aber die meinte, die Anna, der hat so viel strange Sachen erzählt, ja. Ja, Und wie der macht gesagt, einen komischen Vibe so, ne? Das können wir ja. vorstellen. Und ich meine, Ja. ich habe dann auch gesagt, du, da kann nichts passieren, wir sind doch hier Nee, überwacht und eben. so. Ja, klar. Ja. Aber andererseits, ich meine, wenn, dann sind halt die Kameras live mit dabei. Ja, ich meine, der Aber verhält sich, glaube ob ich, da so aus nichts der Norm passiert. und das macht uns Angst irgendwie so, ne? Wenn das jetzt so, ne? Also die hatte Das Angst ist. um ihr Leben, die hat sich nicht getraut, wirklich einzuschlafen, das hat sie mir gesagt, ja. Echt? Ja. Krass, ey. Ja, irgendwie Ja. wirkt er ja trotzdem harmlos, finde ich, weiß ich auch nicht. Also, aber klar, man kann ihn schwer einschätzen, weil er Das verhält sich ist eben es. nicht so wie andere Menschen, sagen wir mal so, ne? Ja. Ich Ja. bin gespannt, wie das dann am Mittwoch ist und so. Das wird ja wirklich Der nochmal wird das wieder voll zusammengenommen. nutzen, wahrscheinlich. 100 Pro. Könnte Der ich wird sich wetten. bestimmt wieder irgendwas ausgedacht haben, was er dann dort macht. Ja, keine Ahnung. Ja, Wie ist das denn mal eigentlich mit gucken. diesen Interviews? Redet man dann so eine Kamera oder ist dann, Ja, ja. sieht man wirklich jemanden? Nee, siehst du auch Nee. gar niemanden so. Auch nur Kamera. Also das ist ein extra Raum, in den gehst du rein. Da sind zwei Kameras, beide frontal. Die eine nimmt dich richtig so close, die andere ist ein bisschen von oben, dass sie mal so Schnitte haben können. Und das ist eben alles. Ne? Und auch da interessant, du kommst immer erst dort rein und wartest erst mal eine ganze Weile. Weißt du, Ach, das ist echt? so diese Verhörstaktik, weißt du? Wo dann erstmal, ja, bist du hier und sagst erstmal schon mal Hallo. Wird erstmal gewartet. Also, das ist schon, was sie da mit dir machen, ist schon wirklich auch, naja, eben ausgerichtet dahingehend, dich an deine Grenzen zu bringen, weil das natürlich dann die Spannung in die Gruppe bringt. Ja, klar, Und das so ja. aus Machersicht finde ich es ja mega geil. Ne? Aber es ist eben wirklich krass. Es ist krass. Und Leute, die dort drinnen sind oder waren und schon beim Dschungelcamp beispielsweise waren, die haben gedacht, oder haben gesagt, Dschungelcamp ist dagegen nichts. Das Also, finde ich total krass. Ich finde Dschungelcamp ja schon völlig gaga irgendwie, aber das finde ich echt krass. Das finde ich echt ja, krass. aber da beispielsweise haben sie gesagt, naja, erstmal ist ein schönes Klima, du bist nicht unterkühlt wie wir die ganze Zeit. Dann liegst du dort in diesen Hängematten und du machst auch eine Challenge irgendwie so in der Mitte des Tages und nicht abends, ja, wo du schon den ganzen Tag irgendwie rumkriegen musst mit was auch immer. Du musst dich ja beschäftigen. Es gibt ja dort keine großen Aufgaben. Und dann abends musst du dann ja, in die Vollen irgendwie. Und jedes Mal packt man natürlich auch seine Sachen, ja, stellt es dann immer schon mal so weg, weil es kann ja immer sein, dass du fliegst, ne? Also es bleibt immer so was im Nacken, ne? So ganz komisch. Aber wirklich das zu sehen aus so einer differenzierten Haltung, glaube ich, das ist es, ne? Aber Hast du das Gefühl, dass ich davon erholen muss jetzt so richtig danach? Oder wie war so das Umschalten so wieder? also interessanterweise ging das bei mir relativ schnell, aber ich war ein Okay. bisschen trotzdem ein bisschen fertig. Ich bin dann, als ich dann raus bin,
Und du hast ja dann auch, wenn du rausgeführt wirst, erstmal gleich wieder Interviews, Interviews, Interviews. Und dann wirst du ins Hotel gefahren und ab da realisiert man das erst. Ach so, nee, und da bist du ja noch in der Late-Night-Show, ne, auch da. Oh, ich sah da aus. Ich war ja wirklich 10 Tage ungewaschen, ungeduscht und ungeschminkt und mit zerfilzten Haaren. Also, dass ich jemals so im Fernsehen stattfinde, fand ich ja wirklich übel. Aber gut. Und dann realisierst du das abends so in dem Zimmer. Ja? Und da dachte ich, okay. Das Erste, was du machst, ist erstmal Handy. Ja? Und da, was da, da ging natürlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, da hat gar nicht Handy aufgehört. Ja. Und genau. Nur den wichtigsten Menschen erstmal Hallo gesagt, ne? Bin da und natürlich auch mit dem einen oder anderen schnell noch telefoniert. Und dann erstmal geschlafen und dann ging es früh eigentlich schon nach Hause. Und ja. Ich hatte noch das Problem, ich hatte meinen Schlüssel vergessen. Ich stand dann hier in München, musste erst meinen Schlüsseldienst kommen lassen. Also, nein, hör auf. Ey, hör auf, ich bin erst, es war sehr teuer, 400 Euro. Oh nein. Naja, nein, es gibt so Sachen, das glaubst du nicht. Aber ich war so durchgetaktet, auch bevor es losging. Ja, ich habe wirklich... Den Abend vor Beginn habe ich noch bis 0 Uhr gesendet, ja. Habe dann geschlafen, meine 5-6 Stunden, ich schlafe nie mehr als 6, meistens wirklich so um die 5. Habe dann einen Koffer gepackt und dann ging's los. Ich habe original meinen Schlüssel vergessen, also sowas Beklopptes. Ja, und kam dann aber irgendwann hier rein und ab da, ich habe dann erstmal geschlafen irgendwie, habe mich gefreut, irgendwie so ohne irgendeinen Druck oder so aufzustehen, habe aber auch gleichzeitig überlegt, Mensch, eigentlich könntest du ja gleich dieses und jenes machen. Also ich war dann irgendwie schnell gleich wieder in dem Modus, gleich wieder was machen zu können, aber habe dann gedacht, nee, nimm dir jetzt ruhig mal die Zeit, weil ich bin ja die Frau ohne Urlaub, aber weil ich ja so liebe, was ich tue. Ne? Und dachte mir, nee, machst du nicht. Ich bin auch jetzt noch im Urlaub und fange erst ab 10. jetzt wieder, ich glaube, das ist Samstag oder Sonntag, bei HSE anzusenden und so. Und genieße jetzt diese Zeit gerade so. Und trotzdem ist dieses Wiederankommen zu Hause für mich dennoch gefühlt relativ schnell gegangen. Aber ich habe eben die ersten Tage nur durchtelefoniert. Und das war krass, 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 muss ich ehrlich sagen. Hatte ich so noch nie. Noch okay. Nie. Und kannst du es denn verraten, in welcher Show du dann demnächst zu sehen sein wirst? Nein. Wahrscheinlich nicht. Kleine Fangfrage. Nein. Nee, noch nicht. Alles ja, ist gut. Ja, ja und das muss ich natürlich jetzt noch fragen, war das denn schwer, jetzt so als Erste rauszugehen oder war das ganz okay so für dich? So, Ich habe mir so gesagt, also natürlich wäre ich gerne länger drin geblieben, ja, keine Frage. Auch weil ich eben selber, ich hätte noch viel öfter eine Challenge gemacht. Ja. Ich habe mich gefreut, da so anzutreten. Ja. Ich habe nur 3 gemacht. Ja. Und also das waren eigentlich die schönsten Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Und dann kam es nicht dazu. Aber haben halt 2 das Handtuch geworfen. Das war einer, der schon, hier einer von den Versicherungsdetektiven, den habe ich ja auch nie kennengelernt. Der hat, ich glaube, schon nach 2 Tagen oder so das Handtuch geworfen. Oh, ganz krass, der war im Dachboden. Das muss ich kurz erzählen. Das hat mir die Valentina gesagt. Ne? Der war im Dachboden und hat die da alle schon so mit leerem, stieren Blick so gesehen, so die anderen Bewohner, und hat so angeguckt und meinte dann auch so, also wenn ich euch so sehe, ich ertrage das hier nicht. Hat das jemand schon, du warst ganz kurz weg, hat jemand schon das schon rausgegangen, bevor das überhaupt losging? Ja. Der ist raus, weil er die leeren Blicke von denen nicht ertragen konnte, fand ich auch ein bisschen heftig. Also der ist raus und der Jeremy Fragrance. Und dann bin ich halt als Erste rausgevotet worden. Ja. Und ich nehme mal an, wenn sich da zwischen diesen beiden Jörgs nicht noch so eine spannende Diskussion gerade ergeben hätte, wage ich zu sagen, dass ich noch länger drin geblieben wäre. Nee, ist ja auch aber Pech, ist ja auch Pech, wer dann war, so nominiert wird und so. Ne? Das ist ja auch, es ist, also, wie es ist. Ja. Und ich bin Newcomer, ja, in diesem Bereich. Also mich kennen dort die wenigsten. Ja? Also in meiner Bubble bin ich bekannt, alles schön und alles schick, aber das sind lange nicht so viel wie die dort eben schon entweder, gut, Kathi Karrenbauer ist natürlich jetzt der Superstar mit da drin, ja, aber eben andere Trash-TV-Kandidaten, die eben alle schon eine riesen Fan-Klientel haben. Ne? Und deswegen glaube ich, ist das auch für mich nachvollziehbar gewesen und von allen wurde natürlich auch ein bisschen mehr gezeigt als von mir, weil die waren die Stars.
Ne? Ja, das muss ich auch sagen. Man hat relativ wenig von dir gesehen, muss ich auch sagen. Ja, das war. Was mich wirklich überrascht war, ich habe dort jeden Tag Sport gemacht, weil das ja auch so eine meiner Messages ist, ne? Eben da so ein bisschen was zu machen. Ich habe ein Boxtraining mit dem Rainer gemacht, Ach, richtig schade. mit allem. Wurde gar nicht gezeigt. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Aber es ist, wie es ist. Ich bin wirklich Es ist, wie es dankbar, ist. dort stattgefunden zu haben. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, freue mich jetzt auf Mittwoch, bin wahnsinnig überrascht über dieses Feedback. Und das ist unfassbar, Christian. Ich habe 99,9% positives Feedback. Ach, Das das freut mich sagt so. eins. Also, Ach. weißt du, ich meine, da geht mir doch als so Mensch, der so für Harmonie steht und Liebe und alles, geht Eben, mir doch das hast das du Herz super auf. rübergebracht. Ja? Ja, ich fand auch, du warst da so nett und zuvorkommend und unterstützend in der Sendung. Also ich fand das mega irgendwie, ne? Also Dankeschön. wir haben auf jeden Fall für dich gestimmt, das ist ja klar. Dankeschön. Danke, danke. Ja, also ist mir auch hier eine Ehre, bei dir jetzt gerade zu sein. Ne? Ach, also gerne. doch, doch, das ist schon so. Wo kann man dich denn, wenn man nicht jetzt Fan von dir ist und dich wieder sehen will, wo kann man dich denn sehen. standardmäßig sozusagen wiedersehen? Also Genau. erstmal folgen hier auf Instagram, ne? Okay, Diana wunderbar. Schell Official, weil ich mache ja da sehr viel. Und ich bin bei HSE Moderatorin. Ich bin zwar selbstständig und so, aber HSE ist natürlich Teleshopping, wahnsinnig spannend und ein richtig tolles Format, ja, weil wir Entertainment machen und ganz nebenbei kann man die Sachen, die wir zeigen, kaufen, ja. Und es ist viel Mode und ich bin natürlich da die Frau für die Mode, für Beauty, für Schmuck, mache aber auch Haushalt und das ist manchmal total strange und macht so einen Spaß. Also HSE hat aber drei Kanäle insgesamt, da muss man gucken, ob man, und ich bin immer auf allem, HSE, HSE Extra, HSE Trend, ja. Und ab 10. geht es halt los. Wer mir folgt, wird es auch immer mal sehen, weil ich es da dann natürlich sage. Dann wird es mit Blondhörig nächstes Jahr weitergehen. Dann schreibe ich mein Buch. Und, ja, das Buch, genau, das wird ja auch cool. Das kommt, das kommt im Frühjahr. Ja, ich freue mich schon so. Ja, das wird richtig gut. Ja. Ja, schön, da müssen wir auf jeden Fall nochmal was machen, dann, wenn das rauskommt. Sehr gerne, sehr gerne. Liebe Diana, schön, dass du da warst, dass du mich mal besucht hast hier auf dem Kanal irgendwie. Es ist mir eine Ehre, wirklich. Nach München. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Grüße zurück auch an Eileen. Ja. Richtig aus, genau. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns mal live vor Ort und genau. Würde mich sehr freuen. Wunderbar. Lass es euch dann gut gehen. Tschüss, ihr Lieben, ich speichere das hier ab und genau. Wir sehen uns bald lieber. Ciao. Ciao.